Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid wieder auf dem richtigen Kanal hier bei Optionsstrategien TV und heute reden wir über Dividenden. Dividenden, für jeden Aktionär eine tolle Sache, denn wenn man eine Aktie hat, dann schüttet ja die Gesellschaft in der Regel einmal oder wie jetzt in Amerika viermal im Jahr Anteile ihres Gewinns aus. Und das heißt, das ist dann Cashflow, der natürlich zu den Aktionären fließt. Und wenn man eben an einer guten Firma beteiligt ist, die regelmäßig und stabile Gewinne macht, dann bekommt man eben jährlich auch etwas davon ausgezahlt. Dividenden sollte man nicht unterschätzen, denn in der langfristigen Betrachtung des Marktes, wenn wir also sagen, der S&P macht beispielsweise 8% im Schnitt per annum, das ist ungefähr die Hälfte Dividendenerträge. Also das ist durchaus eine ganze Menge, nur ungefähr die Hälfte, 4% sind Kurssteigerungen, 4% langfristig betrachtet sind Dividenden. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, wie ist es denn, wenn man Optionen hat in einer Aktie und jetzt steht dieser Tag der Dividendenauszahlung an. Welchen Einfluss hat denn das auf die Optionen? Und wir schauen uns einfach mal ein paar Beispiele an. Und zwar, wenn wir mal als erstes sagen, wir hätten einen Short Call. Also wir können ja hier sagen, okay, das ist der Preis der Aktie und wir haben einen Short Call von mir aus hier oberhalb des aktuellen Preises geschrieben. Es ist natürlich immer so, dass diese Dividendenauszahlung den sogenannten Dividendenabschlag hat. Also wenn man jetzt einfach sagt, eine Firma hat beispielsweise einen Wert von 100 Dollar pro Aktie und jetzt schüttet diese Gesellschaft einen Dollar aus, das heißt, der geht ja aus den Kassen der Firma raus, wird an die Aktionäre verteilt, dann ist es so, dass man in der Regel diese einen Dollar Dividende als sogenannten Dividendenabschlag im Kurs nachvollziehen kann. Das heißt, die Aktie kostet dann am Tag der Dividendenzahlung meist nur noch 99 Dollar. Also dieser Dollar wird quasi rausgerechnet. So, jetzt könnte man ja denken, Mensch, super Idee, dann mache ich doch eins, ich schreibe einfach einen Tag vor der Dividendenzahlung schreibe ich einen Short Call und wenn jetzt die Dividende ausgezahlt wird, der Preis sinkt um diese Dividende, heißt der Preis geht nach unten weg, dann müsste doch der Call automatisch an Wert verlieren und ich könnte einen quasi risikolosen Gewinn verbuchen. Und schon wenn wir das Wort risikolos in den Mund nehmen, wissen wir eigentlich, dass das nicht funktionieren kann. Es gibt keinen risikolosen Gewinn an der Börse und genauso ist es hier. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn man also einen Short Call hat und der Dividendenabschlag kommt, dann wird sich in der Prämie der Option gar nichts verändern. Warum? Weil das ist natürlich über viele, viele Tage im Vorfeld bereits eingepreist worden. Weil sonst wäre es ja wirklich ganz leicht, sonst würde ja jeder einfach nur Short Calls verkaufen, immer auf Dividendenwerte einen Tag zuvor und hätte risikoloses Einkommen. Kann nicht funktionieren, weil es vorher eingepreist ist. Und so ist es im Grunde genommen auch mit allen anderen. Also das heißt, wenn jemand einen Long Call hat, auch der wird nicht leiden, bloß weil die Aktie jetzt um diesen einen Dollar sinkt, sondern das ist auch in den Vortagen schon einkalkuliert. Und genauso ist es mit Puts. Also wenn jetzt einer sagt, habe ich auch mal im Internet gelesen, hat jemand behauptet, er hat eine ganz tolle neue Strategie gefunden, nämlich er macht eins, er kauft jetzt immer am Tag vor der Dividendenausschüttung, kauft er immer Puts. Weil ja der Preis garantiert fällt, kann er die Puts am nächsten Tag teurer verkaufen und macht somit riesen Gewinne. So, wir wissen alle, das ist Blödsinn, das kann nicht funktionieren. Also, wenn halt hier jemand als einen Long Put hat und die Aktie fällt am nächsten Tag, beispielsweise um den einen Dollar, dann wird der Long Put natürlich nicht im Wert ansteigen, logisch. Das kann nicht funktionieren, das ist vorher eingepreist. Genauso ist es mit einem Short Put, also auch wer hier unten drunter das Ganze hat, der wird jetzt nicht davon negativ betroffen, bloß weil die Aktie jetzt fällt. Eine Sache könnte allerdings natürlich sein, nämlich wenn durch diesen Rückgang der Preise, also durch diesen Dividendenabschlag, wenn das jetzt beispielsweise genau auf den Verfallstag treffen würde und man hätte jetzt eine Option, die am aktuellen Preis genau liegt, also eine ATM-Option, egal was es ist, ob Put oder Call, dann kann es natürlich passieren, dass diese Option dann vielleicht, nehmen wir an, wir hatten hier einen 99,5er Put Short
Und die Aktie war bei 100, also ganz knapp war dieser Put out of the money. Es wäre heute Verfall. Und jetzt kommt aber heute noch die Dividende, die Aktie fällt auf 99. Dann kann es natürlich sein, dass die dann am Ende doch in the money ist und man die Aktie für 99,50 kaufen müsste. So, entweder man will das oder je nachdem. Man hat das unbeabsichtigt dann bekommen. Also das ist der einzige Punkt, der passieren könnte, wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, ob oder beziehungsweise die meisten Unternehmen achten darauf, dass Dividenden eben nicht am Verfallstag ausgezahlt werden. Ist ja jetzt auch nicht so häufig. Und deswegen muss man sich da, glaube ich, auch keine allzu großen Sorgen machen. Zumindest an den Standardverfallstagen, bei den Weeklies bin ich mir jetzt nicht sicher. Es wird sicherlich auch Unternehmen geben, die an einem Freitag die Dividende ausschütten. Okay, wir wissen also, Dividenden, wichtig für den Aktionär, für den Optionshändler hat das jetzt gar nicht so den ganz großen Einfluss. Wir müssen da also keine Angst haben und müssen uns da große Gedanken machen. Und wie gesagt, wenn es vorher passiert, vor dem Verfallstag, wenn wir da ganz kurz unten drunter rutschen, dann ist es nicht so wichtig. Wir wissen alle, dass man, wenn man Optionen hat, die im Geld sind, in der Regel nicht ausgeübt wird, solange der Zeitwert größer ist als die Dividende. Das heißt also, selbst wenn ich eine Option habe, beispielsweise einen Short Put, und der hat noch einen Restzeitwert von $1,50, wenn $1 Dividende ausgeschüttet wird, wird niemand die Option ziehen, nicht beim Short Put, Entschuldigung, beim Short Call wird niemand die Option ziehen und sagen, okay, jetzt kaufe ich die Aktie aus der Option heraus, weil ich die Dividende haben will, weil er hat hier $1,50 Zeitwert und bekommt nur $1 Dividende. Wenn natürlich der Zeitwert beispielsweise nicht bei 1,50, sondern nur bei 0,70 liegt, wir haben einen Short Call, dann kann es durchaus passieren, dass dann die Aktie uns weggecallt wird. Das heißt, wir müssen sie dann liefern, weil natürlich der Inhaber der Option sagt, ich habe 70 Cent Zeitwert, könnte aber morgen $1 Dividende bekommen. Also wird er natürlich die Aktie nehmen, um den höheren Gewinn zu machen. Ich hoffe, ich habe damit jetzt nicht mehr Verwirrung gestiftet, als es vorher schon war. Falls doch, in die Kommentare schreiben, dann bröseln wir das nochmal im Einzelnen ein wenig auf und schauen es uns noch ein bisschen detaillierter an. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, abonniert den Kanal, schreibt eure Fragen in die Kommentare und wir sehen uns dann. Bis dahin, Servus, macht's gut.